Hallo Leute. Ich wollte mich heute noch mal kurz melden mit einem Short Review, erster Eindruck, wie auch immer, von einem Tabak, den ich von einem Google Plus Community Mitglied als Probe zugesandt bekam. Deswegen habe ich jetzt auch keine Packung hier, sondern einfach nur eine ganz normale Tüte, in der er verpackt war. Aber dieser Tabak hat mich doch so stark beeindruckt, dass ich der Meinung bin, hier mal so ein kurzes 2, 3, 4-minütiges erstes Review von mir zu geben oder Statement zu dem Tabak von mir zu geben. Es handelt sich dabei um den HU Tobacco Balkan Passion. Das ist der Original Warehouse Blend, also aus der Serie. Und warum will ich über diesen Tabak besonders etwas erzählen? Ganz einfach, weil es ist ein Balkanblend, der wirklich seinen Namen auch verdient. Also meiner Meinung nach. Der Tabak kommt im Gegensatz zu vielen anderen Balkanmischungen, die man so kennt, wozu ich auch den Early Morning Pipe zähle oder den Red Race Red Reverie. Oder von DTM zum Beispiel den Midnight Ride oder von Samuel Gavith den Squadron Leader. Das sind ja alles keine Tabake, die wirklich Latakia dominiert sind, sondern wirklich auch eine gute Portion an Orient-Tabaken enthalten und damit mehr den Kriterien einer sogenannten Balkanmischung entsprechen. Was hebt meiner Meinung nach diesen Balkan Passion von HU Tobacco hervor oder heraus? Ganz einfach. Die anderen von mir genannten Tabake sind würzig, ja, das ist richtig. Aber sie haben alle also es kommt bei allen doch relativ deutlich auch der Latakia respektive die Virginias mit durch. Das ist bei dem Balkan Passion nicht so, meiner Meinung nach. Er hat wirklich, da dominieren wirklich die Orientanteile mit einer guten Portion Würze des Latakias. Und ganz im Hintergrund spielt auch der Virginia-Anteil eine Rolle. Und zwar aber keine tragende oder auch keine dominierende oder raumfüllende, sondern einfach wenn man jetzt in verschiedenen Schichten reden würde, wäre es so die unterste Ebene, die den Tabak einfach nur abrundet. Er ist bei weitem nicht so süß im Geschmack wie der Early Morning Pipe oder auch der Squadron Leader von Samuel Gavith. Er ist wirklich auf der würzigen Seite, also wirklich was für Fans. Also Leute, die mit Orient-Tabaken etwas Probleme haben, werden mit ihm definitiv nicht klarkommen. Der Latakia-Anteil ist nicht hoch, also wenn der 10% hat, ist es meiner Meinung nach viel. Es ist, ja, daher werden Leute, die eine gewisse Latakia-Abneigung haben, wahrscheinlich würden mit ihm klarkommen, wenn nicht dieser hohe Orientanteil oder dieser dominierende Orientanteil drin wäre. Was gibt es noch zu sagen? Also er ist wirklich sehr würzig, sehr würzig. Rauchig, klar, durch den Latakia-Anteil und er hat auch so eine gewisse Erdigkeit, meiner Meinung nach. Also es ist irgendwie so wie feuchte schwarze Erde, so ein bisschen. Also so war meine Assoziation zumindest. Mehr möchte ich dazu jetzt erstmal gar nicht sagen. Ich werde diesen Tabak auf jeden Fall weiterverfolgen, werde mir auch eine, zwei Dosen bestellen, um ihn einfach hier zu haben, weil ich halt doch diese Balkanmischung, den Balkanmischung sehr zugetan bin. Eines wollte ich noch loswerden. Er hat ein sehr dominantes, so nennen wir es mal, und wirklich stark würziges Raumaroma oder einen stark würzigen Raumduft, den er hinterlässt. Da fällt mir ein, es wird ja oft auch gesagt, so diese Latakia-Tabake, wow, die stinken so im Raum. Wenn ich jetzt vergleiche den Hollis Discovery zum Beispiel oder von Samuel Gavith diesen Wintertime Flake, die definitiv oder meiner Meinung nach, beim Hollis Discovery weiß ich es auch, keine Orient-Tabake enthalten, außer Latakia und Virginia,
Dort ist der Raumduft bei weitem nicht so aufdringlich wie bei diesen Orient- oder Balkan-Mischungen, wo diese Orient-Tabake doch eine ziemlich, naja, undezente Raumnote hinterlassen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Mich stört es nicht. Wie gesagt, ich habe, oder wie schon an anderer Stelle erwähnt, ich habe hier den großen Vorteil, dass auch meine bessere Hälfte damit kein Problem hat. Und von daher kann ich diesen Tabak oder diese Tabaké ja, ungehemmt genießen, in die Pfeife stopfen und auch einen nach dem nächsten rauchen. Also das stört ja keinen. Ja, das war's für heute Abend. Alles klar. Bis die Tage. Tschüssi.